So, jetzt machen wir die Folie ab. So, wir haben Alufolie. Warte mal, das ist ein Strohhalm. Sag mir jetzt nicht. Was? Das trägt man jetzt so. Das. Was? Strohhalm, weil da Stroh drin steckt? Was? Was? Das ist jetzt nicht euer verdammter Ernst, ey. Alles klar, Strohhalm, weil da Stroh drin steckt. So, jetzt haben wir zwei Kartoffelhälften. Pro, oder? Aber ich kurz. Könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Ja, ich wusste es. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Genau, jetzt haben wir nämlich Ohrenschützer, weil der Herr hier will ja Kartoffeln auf den Ohren haben. Sind das etwa Ohrenschützer? Dann setz mal auf, mein Guter. Wow! Ha. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. So, jetzt spielt mal euren Hit. Schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi! Rudi! Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. Yeah. Voll der geile Beat. Geht ja voll ab, der Beat. So, mal gucken. Es war ein Mann namens Rudi. Der Rudi hatte schmerzende Zähne. Rudi war ein krasser Dude. Denn der Rudi, der wollte nicht zum Zahnarzt. Yeah. Irgendwann war's Rudi dann zu viel. Rudi, der harte Dude, hielt's nicht mehr aus mit dem Zahn. Krasser hart, Mann, dann musste er zum Zahnarzt. What the fuck? Okay, jetzt bin ich raus. What the fuck? Was war denn das jetzt? Okay, wofür können wir jetzt die Flaschenbürste nehmen? Jetzt im Ernst, wofür können wir die Flaschenbürste? Egal. Okay, wir haben schon eine Menge Stuff. Jetzt müssen wir erstmal mit Tuck reden. Der Gute braucht einen Aluhut. Den haben wir. Huhu nochmal. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Die Frage ist nur wie. Ich hätte da noch ein paar Anschlussfragen. Lass das mal meine Sorge sein. Gerne. Ich habe mehr als genug davon. Wir haben auch im Hintergrund, hört mir jetzt die Musik, so cool. Bleib senkrecht. Mach mir nichts. So, ich glaube, wir müssen ihm die Mütze einfach nur geben. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar, würde ich. Warte, was? Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um. Na klar. Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut, ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt,
Versuche irgendwie, diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Okay, wir sind schon mal safe vor dem Elefanten. Rudi. Yeah, Rudi. Rudi brauchte eine Zahn-OP. Aber er wollte nicht gehen, denn das war ihm zu viel. Krasse Dude, Mann. Okay, ich höre schon auf, aber der Beat ist halt voll cool. So, ja, was können wir denn jetzt noch machen? Haben wir noch Knickerfolie? Könnten noch mit Toni reden. Aber noch ganz kurz. Hier oben ist auch voll die coole Karikatur. Er macht eine Kartoffel in zwei halbe Kartoffeln. Ja, das hätte ich bei einem Kartoffelhalbiromat nicht herausgefunden. So, wollen wir jetzt noch mit Toni reden? Eigentlich sind die Folgen jetzt auch schon fast zu Ende. Naja, komm, ein paar Minuten haben wir noch. Reden wir noch mit Toni. Weil es geht. Der alten Zeiten wegen. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment. Du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Oh Mann. Ja. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein. Was hast du jetzt wieder angestellt? Eine Menge. Wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war das sowas von abgefahren. Okay. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es wahrscheinlich ein Traum. Die wirken alle so realistisch. Das obere will ich gar nicht nehmen. Egal, wir sagen mal das mit dem Organon. Ich wollte der Pony ja sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ja. Das will ich eigentlich nicht. Ich drück's trotzdem mal auf meinen Selbsthass. Wir hatten uns getrennt. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche okay. Ohne Brände in der Küche. Naja, also so war's ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Das würde ich auch nicht sagen, egal. Auf geht's, einfach alles durch. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, in meinem Traum kam er, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Diese Art von Traum. Haha, im Gegenteil. Zwar in ihm gehöre ich den Arschversohltraum. Hä? Natürlich, Rufus versteht das wieder nicht. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Jo. Schließlich war ich alt.
Überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer. Also wie immer. Schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Naja, also der ging 3 Spiele lang. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. So. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Kein Stück. Oder in die Brüche gegangen? No. 2 von 3. Deutlich besser als erwartet. Naja, das mit denen in den Brüche gehen, ich will gar nicht das mit den Kristallgläsern nehmen. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Mist. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Naja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Ich würde es nicht sagen. Ich muss. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So wie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Warum hat er sich weggedreht? Egal. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Okay, mein Spiel leckt gerade irgendwie. Es wird Zeit aufzuhören. Ich hoffe, die Parts haben euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertung da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, meine Fresse, es leckt aber wirklich ganz schön. Auf jeden Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Videos wieder. Bis dahin, peace out, euer Kunstplay und ciao!